بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag, bei dem wir inshallah unsere Prophetenreihe fortsetzen wollen. Wir hatten letzte Woche über die Begebenheit von Ibrahim a.s. und seinem Vater gesprochen gehabt und haben aus dieser Geschichte, in diesem Dialog zwischen Ibrahim a.s. und seinem Vater sehr, sehr viel lernen können. Und auch sehr viele Regeln für uns im Umgang mit anderen Menschen, ob es unsere Eltern sind, ob es Muslime sind, ob es nicht Muslime sind, wie wir mit ihnen zu Lebzeiten und nach dem Tod umgehen sollen, lernen können. Und wir hatten gesagt gehabt, dass nicht ganz genau bekannt ist, wann eigentlich dieser Dialog stattgefunden hat. Wir wissen es nicht genau. Hat er stattgefunden, nachdem Ibrahim a.s. die Götzen seines Volkes zerstört hat? Oder hat es eher davor stattgefunden? Und wir haben ja gesagt gehabt, dass sich das eher so anfühlt, als hätte er das vielleicht kurz davor, bevor er die Götzen zerstört hat, angesprochen. Ibrahim a.s., er hat jedoch nicht nur Da'wah mit seinem Vater gemacht, sondern er hat auch Da'wah mit seinem Volk gemacht. Bevor er diesen Schritt unternommen hat, die Götzen zu zerstören, hatte er es zunächst erst einmal auf friedliche Weise versucht. Indem er immer wieder mit seinem Volk diskutiert hat und ihnen versucht hat, die Augen zu öffnen, zu zeigen, das, was ihr macht, das macht überhaupt keinen Sinn. Und diese Götter, die ihr anbetet, das sind alles falsche Götter. Wem dient ihr da? Wollt ihr außer Allah falsche Götter haben? Wollt ihr neben Allah subhanahu wa ta'ala noch andere Götter anbeten, die euch nichts nützen? Was sind das für Bildwerke, deren Andacht ihr euch hingebt? Wir haben schon unsere Vorväter vorgefunden, wie sie ihnen dienten. Das war die Antwort des Volkes gewesen. Und das hört man immer wieder. Auch bei Muslimen hört man das heutzutage. Wenn du mit ihnen über etwas redest, über beispielsweise falsche Traditionen, dann kommt häufig die Antwort, ja, aber wir haben das schon immer so gemacht. Das ist jedoch kein Argument. Nur wenn man eine Sache vorfindet und sieht, dass es andere Menschen tun, vielleicht sogar die eigenen Eltern tun und die eigene Familie tut, bedeutet das noch lange nicht, dass das richtig sein muss. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist aufgewachsen in einer Gesellschaft, die Götzen angebetet haben. Und trotz alledem hat er sich gegen sie gestellt, um ihnen die Augen zu öffnen. Und immer wieder haben sie ebenfalls so geantwortet: Wir tun nur das, was unsere Vorväter getan haben. Viele Menschen wollen sich keine Gedanken machen. Sie wollen einfach das akzeptieren, was sie gesehen haben, was sie von ihren Eltern, von der Gesellschaft gesehen haben. Und sich nicht länger damit beschäftigen. Und das finden wir auch heutzutage bei vielen Muslimen so. In vielerlei Hinsicht. Für viele Muslime ist es normal, bestimmte Sünden zu begehen. Und auch für die Menschen im Allgemeinen ist das normal geworden. Beispielsweise Zina ist für viele Menschen in dieser Gesellschaft normal. Es ist für sie nichts Außergewöhnliches. Und sie können überhaupt nicht verstehen, wie man so etwas überhaupt als verwerflich betrachten kann. Weil sie es von klein auf an so erlebt haben. Sie sehen das jeden Tag im Fernsehen. Jeden Tag wird ihnen das präsentiert. Und es ist dementsprechend etwas Normales. Aber nur weil es alle tun, nur weil es die Gesellschaft tut, nur weil es uns so präsentiert wird, heißt es noch lange nicht, dass es deswegen richtig ist. Sondern ich als Muslim muss auch bereit sein, die Dinge in Frage zu stellen. Man will uns vorgaukeln, dass beispielsweise bestimmte Praktiken unter Gleichgeschlechtlichen etwas Normales ist. Ja, dass das eigentlich der Maßstab ist und nicht die Ausnahme. Und viele Menschen, wenn du heute mit ihnen darüber diskutierst,
Sie plappern einfach das nach, was sie hören, ohne sich wirklich darüber Gedanken zu machen. Und sich der Folgen bewusst zu sein, weil ihnen das so eingetrichtert wird. Und es ist sehr, sehr schwierig dagegen anzukommen, sehr, sehr schwierig dagegen anzukommen. Aber auch häufig bei Muslimen hast du manche Traditionen, die merkwürdig sind. Und wo dann viele das einfach so tun und glauben sogar, das ist der Islam, obwohl das mit dem Islam überhaupt nichts zu tun hat, sondern im Gegenteil, der Islam sogar gekommen ist, um das zu beseitigen. Nehmen wir mal beispielsweise die Blutrache. Die Blutrache. Diese Blutfäden, die wir teilweise sogar hier in Berlin haben. Dass zwei Familien, zwei arabische Familien, sich streiten und immer wieder dann die eine sich an der anderen rächen muss, weil der eine hat den umgebracht und dann muss der andere wiederum jemanden von der anderen Familie umbringen. Und das wird so als Tatsache akzeptiert, das muss so sein. Wer sagt, dass es so sein muss? Im Gegenteil, der Islam ist gekommen, um genau dies abzuschaffen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei der Abschiedspilgerfahrt, er hat genau dieses Thema angesprochen. Und er hat gesagt, dass das Blut, diese Blutfäde aus der Jahiliyyah-Zeit aufgehoben ist. Und unter meinem Fuß ist tahta qadamayya hadha. Tahta qadamayya hadhain. Ja, sind unter meinen beiden Füßen. Und er ist mit gutem Beispiel vorangegangen, indem er nämlich gesagt hat, und das erste, die erste Blutfäde, die aufgehoben wird, ist eine Blutfäde zwischen uns und zwischen einem anderen Stamm. Er hat dann einen Namen genannt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nicht gesagt, einfach, das ist jetzt Tradition, das wurde schon immer so gemacht und deswegen müssen wir das so fortführen. Nein, er hat das in Frage gestellt und er hat es abgeschafft. Leider heutzutage gibt es immer noch viele Muslime, die genau das tun und denken, das sei Ehre, das sei ein Teil vom Islam, obwohl das mit dem Islam überhaupt nichts zu tun hat. Und da sehen wir, subhanallah, dass dieses Argument, was hier das Volk von Ibrahim alaihi salam gegen Ibrahim vorgebracht hat, ein Argument ist, was immer wieder vorkommt. Und ich auch als Muslim bereit sein muss, mich manchmal diesbezüglich in Frage zu stellen. Es kann sein, dass ich in meiner Familie etwas sehe, dass beispielsweise, keine Ahnung, die Familie möchte, dass die Tochter zwangsverheiratet wird. Und ich bin als Bruder, sehe das oder als Schwester und unterstütze das, weil das die Familie unterstützt und das gut findet. Weil ich möchte kein Außenseiter sein. Aber ich muss mir die Frage stellen, ist das richtig? Und das passiert auch unter uns. Hier in Berlin passiert so etwas. Es gibt auch hier in Berlin Zwangsverheiratung. Das müssen wir einfach mal so auch akzeptieren. Das sind Tatsachen, die passieren. Kann ich da als Bruder oder als Schwester einfach wegschauen und sagen, das ist einfach so, wir müssen das akzeptieren und hinnehmen, nur weil das so gemacht wird? Oder kann ich dann vielleicht meine Stimme erheben und sagen, nein, das ist Unrecht. Der Islam hat so etwas verboten. Das, was ihr mit dem Islam vermischt, hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Das sind einfach nur Traditionen, die ihr aus eurem Herkunftsland mitgenommen habt und versucht, diese hier umzusetzen, um den Ruf eurer Familie zu wahren. Das wird meistens nur wegen des Rufes getan, nicht wegen irgendetwas anderem. Und da muss ich als Muslim immer wach sein und überlegen, okay, das, was hier getan wird, ist das wirklich ein Gebot Allahs? Falls ja, sami'na wa ata'na. Weil Allah ist derjenige, der die Maßstäbe festlegt. Oder ist das eine überkommene Tradition, wo hier Unrecht getan wird? Da muss ich mich dagegen stellen. Ja, der Islam, und hier ist vielleicht ganz wichtig in diesem Kontext, der Islam, er berücksichtigt die Bräuche und die Traditionen der Menschen. Ja, es gibt sogar eine sehr, sehr grundlegende und wichtige sogenannte Fiqh-Regel, die zu den großen fünf Fiqh-Regeln gehört. Das ist eine allgemeine Regel, unter die ganz viele Bereiche und Kapitel im Fiqh fallen. Und zwar Al-Adatu Muhakkama. Was heißt das? Al-Adatu Muhakkama. Was bedeutet das? Al-Adatu Muhakkama. Was ist Al-Ada? Was ist eine Ada? Was? Gewohnheit. Und was heißt Muhakkama? Ist zu berücksichtigen, ist anzuwenden. Aber es gibt Voraussetzungen dafür. Weil es gibt Adat, die dem Islam widersprechen. Und diese Adat werden nicht berücksichtigt. Jedoch Adat, welche nicht dem Islam widersprechen, wie beispielsweise die Brautgabe, die Höhe der Brautgabe, wie man vielleicht auch, weiß ich nicht, dann bestimmte Traditionen pflegt, wenn es ums Heiraten geht, nur als Beispiel. Das sind alles Dinge, ja, die der Islam berücksichtigt, solange sie nicht dem Islam widersprechen. Aber wenn sie dem Islam widersprechen,
dann sind sie abzulehnen. Und Ibrahim alayhi salam, er kommt jetzt, wie gesagt, zu seinem Volk und er versucht sie aufzuklären, aber sie wollen seine Argumentation nicht akzeptieren und nicht annehmen. Und dann fragt Ibrahim alayhi salam sie: Hören sie euch, wenn ihr sie anruft? هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون oder nützen sie euch oder schaden sie? Sie haben darauf keine Antwort. Und Ibrahim alayhi salam, er versucht jetzt sein Volk aufzuklären mit den unterschiedlichen Methoden. Und immer wieder wird das im Koran dann auch geklärt. Und Ibrahim alayhi salam, er wendet sich Allah zu, dass er ihm die richtigen Worte eingibt. Mein Herr, schenke mir Urteilskraft und nimm mich unter die Rechtschaffenden auf und verleihe mir einen Ruf an Wahrhaftigkeit unter den späteren Geschlechtern und mach mich zu einem der Erben des Gartens der Wonne. Er bittet von Allah Ta'ala, dass er ihm jetzt Weisheit eingibt. Und hier ein ganz wichtiger Aspekt in der Da'wah. Wenn du Da'wah machst mit jemandem oder versuchst, das Herz einer Person zu erreichen, dann wende dich immer vorher Allah zu. Bitte zwei Raka. Sag, ja Allah, gib mir die richtigen Worte ein. Und Subhanallah, das ist eine Sache, die unglaublich hilft. Wenn du versuchst, etwas zu erreichen bei einer Person, dann bitte vorher Allah, gerade wenn es eine gute Sache ist, wende dich vorher Allah zu. Sag, ja Allah, lass mich mit Weisheit sprechen. Ja Allah, lass mich die schönsten Worte finden, damit ich mein Ziel erreichen kann. Das Dua ist solch eine gewaltige Waffe, wenn wir sie nur richtig umsetzen würden. Aber Subhanallah, sein Volk will nicht hören, sein Volk will nicht verstehen. Und Ibrahim alayhi salam, er sieht sich nun gezwungen, eine viel härtere Methode anzuwenden. Weil er gemerkt hat, er kommt jetzt damit nicht mehr weiter. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Egal was ich tue, es funktioniert nicht. Und er ist sogar bereit, sich hierfür auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala zu opfern. Weil das, was er vorhat, bedeutet eigentlich seinen sicheren Tod. Das, was er vorhat jetzt, bedeutet seinen sicheren Tod. Er will nämlich sein Volk aufwecken, indem er die Götzen zerstört, welche sie anbeten. Also das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und diese Methode hätte er nicht angewandt. Hätte er gemerkt, dass seine Worte Wirkung zeigen, aber er hat gemerkt, seine Worte zeigen keine Wirkung. Und im Übrigen, Subhanallah, die Propheten sind grundsätzlich sehr, sehr strikt bei diesen Sachen gewesen und sehr direkt gewesen, weil sie hatten eine Aufgabe gehabt. Selbst Isa alayhi salam, der häufig als der sehr friedliche Prophet, der niemandem etwas zu Leide hinzufügen kann, dargestellt wird. Wie hat er reagiert, als er den Tempel betrat und dort sah, dass dort voller Händler gewesen waren? Er hat die Händler beschimpft und er hat ihre Tische genommen und umgeschmissen. Das wird sogar in der Bibel erwähnt, im Neuen Testament wird das sogar erwähnt. Er ist mit einigen seiner Jünger in den Tempel gegangen und hat alles umgeschmissen, um die Leute endlich aufzuwecken, dass das, was sie tun, falsch ist. Und Ibrahim alayhi salam, wie gesagt, er wollte jetzt unbedingt sein Volk aufwecken und war bereit gewesen, sich aufzuopfern für diese Sache. Das erinnert uns an eine andere Geschichte, Subhanallah, von einem ganz jungen Da'ir, einem ganz jungen, nicht mal ein Mann, es war noch ein Jüngling gewesen und noch nicht mal das Erwachsenenalter erreicht hat, der ebenfalls sein Volk erreichen wollte und es sogar geschafft hat, Subhanallah. Und zwar der Zauberlehrling, die Geschichte von dem Zauberlehrling, wo er dann die Menschen, er hat den Islam kennengelernt, also damals sozusagen das Christentum, ist zu Allah gelangt, obwohl er der Zauberlehrling ja des Königs gewesen war und hat angefangen, damit der Erlaubnis Allahs Menschen zu heilen und hat sie zu Allah eingeladen und viele Menschen haben den Islam angenommen und ich verkürze die Geschichte sehr, sehr stark, bis der König versucht hat, ihn zu töten. Und er es auf verschiedene Weise getan hat, aber nicht funktioniert hat. Und dieser Jüngling jetzt, um seine Botschaft verbreiten zu können, bereit gewesen war, sein Leben zu opfern für die Sache Allahs. Und zum König gesagt hast, du kannst mich erst dann töten, wenn du mich versammelst.
Oder wenn du die Menschen versammelst, am Festplatz mich anbindest an einen Baum und dann einen Pfeil um Bogen nimmst und dann sagst, Bismi Rabbi Hadha al-Ghulam, im Namen des Herrn dieses Jünglings. Wenn du das tust, dann wirst du mich töten können. Und er tat dies und die Menschen haben das gesehen und sie kannten die Geschichte, dass der König zuvor dreimal versucht hat, ihn umzubringen, was aber nicht geglückt ist. Und sie haben gesehen, wie dieser Junge zu Allah einlädt und wie er Kranke heilt. Und als der König dies tat, starb wirklich dieser Jüngling. Aber was ist geschehen? Die Menschen haben zu Allah gefunden. Er war bereit gewesen, sich aufzuopfern für die Sache Allahs. Und das ist das höchste Martyrium, die höchste Schahada, die man überhaupt erlangen kann. Dass man versucht, sich als Muslim aufzuopfern für die Sache Allahs, so wie es Ibrahim alayhi salam jetzt getan hat. Er war sich bewusst gewesen, das, was ich tun werde, das wird schwere Konsequenzen für mich haben. Aber es war ihm egal gewesen. Seine Botschaft war ihm wichtiger gewesen. Und daraus lernen wir, meine lieben Geschwister, wie wichtig es ist, dass wir Einsatz zeigen auf dem Wege Allahs. Ich meine, keiner verlangt von uns, dass wir uns hier irgendwie, weiß ich nicht, unser Leben aufopfern. Das Einzige, was wir tun müssen, ist was? Dass wir ein bisschen unsere Zeit opfern. Ein bisschen unsere Zeit. Ein bisschen was tun. Alhamdulillah, wenn du hier in der Moschee aktiv bist oder irgendwo etwas machst, ja, keiner trachtet hier nach deinem Leben. Es gibt Länder auf dieser Welt, wo das geschieht. Wo, wenn du aktiv bist, islamisch gesehen, du entweder im Gefängnis landest oder sogar zu Tode gefoltert wirst. Es gibt solche Länder. Und das passiert gerade in diesem Moment. Wo du nur, wenn du deinen Mund aufmachst, sofort im Gefängnis landest oder hingerichtet wirst. Und ich möchte jetzt keine Ländernamen oder keine Staaten nennen. Aber es gibt solche Staaten und das wissen wir. Aber wir hier in Deutschland, Alhamdulillah, wir haben alle Freiheiten und das ist eine Gnade von Allah. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns so treffen dürfen an einem Ort, gemeinsam einen Vortrag halten dürfen, den wir live aufnehmen. Das ist nicht selbstverständlich. In vielen islamischen Ländern sogar kannst du das nicht machen. Kannst du nicht einfach so dich versammeln, ja, deinen eigenen Verein aufmachen, deine eigene Moschee aufmachen, sowas geht nicht. Und Alhamdulillah, wir haben diese Gnade von Allah Ta'ala. Und dementsprechend sollte ich mich erst recht versuchen einzusetzen, ein bisschen einzusetzen, ein bisschen Zeit zu opfern für meine Religion und für meine Gemeinschaft. Es ist in keinem Fall zu viel verlangt. Und Ibrahim alayhi salam, er denkt sich jetzt eine List aus. Er tut so, als würde er jetzt bereit sein, sich mit der Religion seines Vaters auseinanderzusetzen. Er gaukelt das vor, weil er will den Zugang zum Tempel. Und sein Vater war ja Bildhauer gewesen, er hat Götzen hergestellt. Und er hat auch zu seinem Vater gesagt, ich bin bereit, mit dir zu diesem großen Festtag zu gehen. Das war der größte Festtag bei den Babylonern gewesen oder den Sumerern, ja, in dieser Zeit. Der größte Festtag überhaupt, wo der Tempel geöffnet wurde und die Menschen in den Tempel strömten, um ihre Opfergaben dort, ja, was aus sozusagen Essen und Trinken bestand, den Göttern zu übergeben. Und dann gingen alle hinaus mit den Priestern des Tempels, um dann diesen Tag zu feiern. Und der Tempel war zu diesem Zeitpunkt leer gewesen. Und Ibrahim alayhi salam, er wusste das. An dem Tag, wo es jetzt zu dem Fest kommen sollte, dachte jetzt der Vater, ah, Alhamdulillah, mein Sohn kommt jetzt mit mir, jetzt kann ich ihm so ein bisschen die Religion, unsere Religion schmackhaft machen. Aber Ibrahim alayhi salam, in dem Moment, er sann eine Lüge. Es war eigentlich keine Lüge. Es war eine mehrdeutige Aussage. Und zwar sagte er, qala inni saqim. Er sagte, ich bin krank. War er krank gewesen? Er war nicht krank gewesen. Körperlich war er nicht krank. Aber seelisch war er krank gewesen. Aber subhanallah, interessant ist, obwohl Ibrahim alayhi salam hier nicht wirklich gelogen hat, wird er am jüngsten Tag dies als eine Lüge bezeichnen. Mit noch zwei anderen Sätzen, die er von sich gegeben hat. Und zwar, am jüngsten Tag werden die Menschen zu den Propheten rennen. Und sie werden versuchen, die Propheten dazu zu bringen, dass sie Fürsprache für sie einlegen, damit Allah Ta'ala den jüngsten Tag beendet. Und zwar alle Menschen. Begonnen bei Adam alayhi salam, über Nuh alayhi salam, bis zu Ibrahim und dann Muhammad und Isa und Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bleiben wir aber jetzt bei der Geschichte von Ibrahim. Und zwar werden die Menschen kommen und sagen, ja Ibrahim, du bist Khalilullah. Allah hat dich auserwählt. Bitte leg ein Wort für uns ein. Was wird Ibrahim alayhi salam antworten?
Er wird sagen, ich kann nicht. Warum kann er nicht? Ich habe dreimal gelogen. Mann, Ibrahim hat gelogen? Wo hat er denn gelogen? Und zwar einmal, als er in Ägypten war und der Tyrann von Ägypten seine Frau Sarah an sich reißen wollte. Und er sagte, es sei meine Schwester, obwohl es seine Ehefrau gewesen war. Es ist auch deine Schwester im Islam gewesen. Er hat nicht gelogen, es ist eine mehrdeutige Aussage. Ja, aber er sieht das als eine was? Er sieht das oder er sah das als eine Lüge an. Und das zweite ist genau das. Das dritte fällt mir gerade nicht ein, subhanallah. Ja, fällt mir vielleicht gleich ein, inshallah. Aber das zweite ist genau das. Als er nämlich sagte, inni saqim, ich bin krank, obwohl er gar nicht krank ist. Es war aber eine mehrdeutige Aussage, weil er meinte damit krank im seelischen Sinne. Darüber oder wegen seines Volkes, weil sein Volk neben Allah Ta'ala andere Götzen anbetet. Und hieraus lernen wir etwas sehr, sehr Wichtiges. Nämlich, subhanallah, obwohl Ibrahim a.s. nicht gelogen hat, bezeichnet er das als Lüge. Weil die Propheten sehr, sehr genau sind in solch einer Sache. Die Propheten haben eine wesentliche Eigenschaft, und zwar alle Propheten. Und welche wesentliche Eigenschaft ist das? As-Sidq, die Ehrlichkeit. Sie sind absolut ehrlich. Und obwohl Ibrahim a.s. hier nicht wirklich gelogen hat, sondern eine mehrdeutige Aussage gemacht hat, zählt er das als Lüge und sagt, ich kann euch leider nicht helfen. Nefsi, Nefsi, geht zu Isa. Geht zu Isa, geht zu jemand anderem, geht zu Isa. Wie ist es dann erst für mich als Muslim? Ich muss ehrlich sein. Und das Lustige ist, dass viele Muslime, die unehrlich sind, immer wieder dann sagen, um ihre Ehrlichkeit zu untermauern, ich bin Muslim. Ich habe heute, subhanallah, ich habe so eine kurze Doku, so ein YouTube-Kanal, da geht es um Abzocke, über Abzocke in Ägypten gesehen. Ganz lustig, bei den Pyramiden, wenn du als Tourist dorthin gehst, dann war so ein Ägypter halt dort vor dem Ticketladen, wo man sich Tickets kaufen kann für die Pyramiden. Und er meinte, ich mache das schon für euch. Und er hat dir wirklich die ganze Zeit übers Ohr gehauen. Aber er hat sich extra übers Ohr ziehen lassen, weil er einfach wissen wollte, sozusagen, was er macht. Und am Ende hat das Ganze dann für ihn sozusagen nicht alles so 68 Euro gekostet, sondern über 230 Euro. Er hat ihm wirklich 150 Euro abgezockt. Und auf jeden Fall meinte er dann zu ihm, sag mal, das ist doch nicht richtig. Er meinte, ich bin Muslim, ich lüge nicht. Ja, also dieser Betrüger, meinte, ich bin Muslim, ich lüge nicht. Wisst ihr, wie oft ich sowas schon mal gehört habe? Wenn du bei der Polizei bist oder so, für jemanden dolmetscht, dann sagen sie, ja, ich bin Muslim, ich trinke keinen Alkohol. Du weißt, du trinkst, ich bin Muslim, ich mach das nicht. Erwähne doch nicht den Islam in diesem Kontext. Du ziehst doch den, und er hat auch noch gelacht, weißt du? Er hat auch gelacht, ja? Und die Leute glauben einem nicht mehr. Du bist Muslim, deswegen lüge ich nicht. Dann sag doch, ich habe gelogen. Oder sag doch, ich habe nicht gelogen, aber erwähne doch nicht den Islam. Ein Muslim, subhanallah, weiß, dass er ehrlich sein muss. Und das Traurige ist, wenn er dann auch noch lügt und auch noch versucht, den Islam als Argument zu nehmen dafür, dass er ja gar nicht lügen kann, obwohl er gelogen hat. Wir sollten, meine lieben Geschwister, immer nach der Ehrlichkeit streben. Immer versuchen, die Wahrheit zu sagen, egal was ist. Es ist schwierig, ich weiß, es ist nicht einfach. Aber es ist so unglaublich wichtig. So unglaublich wichtig. Wie unangenehm ist es, dass dich jemand einer Lüge überführt? Wie traurig ist es, dass du Schwestern vor Gericht siehst? Ich erzähle euch jetzt Sachen, die ich selbst erlebt habe. Und die lügen wie gedruckt, mit Kopftuch. Und am Ende stellt sich heraus, es ist alles eine Lüge gewesen. Es ist eine nicht-muslimische Richterin und sie sieht die Schwester mit Kopftuch, wie sie einfach sich eine Geschichte ausgedacht hat. Und am Ende eingesteht, ja, ich habe gelogen. Das ist traurig, traurig. Das tut im Herzen weh, wenn du so etwas siehst. Das tut im Herzen weh, wenn du so etwas siehst. Ein Muslim lügt nicht. Ja, das ist wirklich so. Aber da muss ich mich auch daran halten. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, inna sidqa yahdi ilal birr. Die Wahrheit führt zur Frömmigkeit. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Und die Frömmigkeit, Rechtschaffenheit führt zum Paradies. Wa innar rajul la yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiq. Allahu akbar. Und eine Person sagt die Wahrheit und strebt so lange nach der Wahrheit, bis sie bei Allah ein Siddiq wird. Haben wir nicht letzte Woche über den Siddiq gesprochen? Ich kann mich erinnern, oder? Hat mir nicht letzte Woche erwähnt, in der Geschichte von Ibrahim a.s. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Willst du wissen, wie man ein Siddiq wird, indem du immer die Wahrheit sagst? Subhanallah. Und umgekehrt, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur.
Und Lüge führt zu was? Zu Frevel. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Und Frevel führt zu was? Zum Höllenfeuer. وَإِنَّ الرَّجُولَ لَا يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Und eine Person lügt so lange und strebt nach der Lüge so lange, bis sie bei Allah als Lügner niedergeschrieben wird. La ilaha illallah. Möge Allah uns davor bewahren. Also Ibrahim alayhi salam, er sagt jetzt eine Aussage, die mehrdeutig ist. Und versucht jetzt, seinen Plan umzusetzen. Und er sagt das dann auch zwischen sich, sodass es nur Allah hört. وَتَاللَّهِ لِأَكِيدَنَّ. Ja? Und bei Allah, ich werde ganz gewiss gegen eure Götzen eine List anwenden, nachdem ich ihr den Rücken gekehrt habe. Nachdem ihr den Rücken gekehrt habt. Nachdem ihr den Rücken gekehrt habt, nachdem ihr den Tempel verlassen habt. Und genau dies tut Ibrahim. Er kehrt jetzt zu der Halle zurück, wo sich die ganzen Götzen befinden. Und die Leute haben dort ihre Opfergaben hingetan, die ganzen Speisen. Und er muss lachen. Ihr speist die Götter und am Ende esst ihr das selbst. Wie damals die Araber, Umar ibn al-Khattab. Ja? Er musste lachen über eine Sache. Und zwar, dass sie sogenannte Reisegötzen hatten. Reisegötter. Was haben sie mit diesen Reisegöttern gemacht? Diese Reisegötter wurden aus Dattelpaste hergestellt. Ja, ihr kennt doch diese Ma'jun, wie nennt man das auf Arabisch? Diese Dattelteig, wie Dattelteig, der aus Datteln hergestellt wurde. Was man auch in Ma'mul hat. Ja? Genau. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich auf der Reise, wenn sie keine Götter dabei hatten, keine Götzen dabei hatten, haben sie einfach sich Götzen selbst geformt, haben sie dann angebetet auf der Reise und wenn sie Hunger bekommen haben, haben sie dann ihre Götzen gegessen. Wenn sie Hunger bekommen haben, haben sie ihre Götzen gegessen. Und Ibrahim alayhi salam, er musste darüber lachen. Kann das sein? Ihr betet etwas an, was weder essen kann, noch trinken kann, noch hören kann, noch antworten kann. Und was ihr speisen müsst, wo ist euer Verstand geblieben? Ich meine, es ist eine fortgeschrittene Zivilisation gewesen. Wo ist euer Verstand gewesen? Aber auch heutzutage gibt es viele Menschen, die genauso naiv denken. Auch Muslime. Wie? Muslime? Muslime Götzen. Muslime beten doch keine Götzen an. Doch, es gibt Muslime, die Götzen anbeten. Und zwar wisst ihr wie? Durch Talismane beispielsweise. Ich hänge mir einen Talisman um und glaube, dieser Talisman, er kann mich beschützen. Ich hänge mir ein blaues Auge um und glaube, dieses blaue Auge kann mich schützen. Dieser Talisman, dieses blaue Auge, wo wurde es hergestellt? Irgendwo in China, ganz günstig. Das heißt, irgendein Mensch, der nicht mal Muslim ist, hat das hergestellt. Und du trägst es jetzt und glaubst, dass es dich schützen kann. Wo ist dein Verstand geblieben? Und deswegen meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was? Er meinte, man allaqa tamimatan wukila ilayha. Wer sich einen Talisman umhängt, der wird ihm anvertraut. Mit anderen Worten, der kann ihm vertrauen, aber nicht mehr Allah. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass er Schirk begangen hat. Das ist eine Form von Schirk, dass ich glaube, dass mich ein Stein schützen kann. Wo ist dein Verstand geblieben, oh Mensch? Wo ist dein Verstand geblieben, oh Mensch? Dieser Stein, den du dir umhängst, den du wegschmeißen kannst, auf den du treten kannst, der soll dich schützen. Wo ist dein Vertrauen in Allah? Wo ist dein Tawhid? Und auf jeden Fall fragt Ibrahim alaihi salam dann die Götzen, während er dann in der Halle allein ist. Allah ta'kulun, wollt ihr nicht essen? Was ist mit euch, dass ihr nicht redet? Warum antwortet ihr mir nicht? Und jetzt, nachdem er das getan hat, fängt er an, auf die Götzen einzuschlagen. Einigen Götzen, müsst ihr euch vorstellen, es sind viele gewesen. Es gab eine Hauptgötze und dann noch ganz viele kleine. Und der einen Götze schlägt er die Hand ab. Der anderen Götze schlägt er den Kopf ab. Der dritten Götze schlägt er die Beine ab. Also er hat sie zerkleinert und er wandte sich gegen sie und schlug auf sie mit der Rechten ein. Da schlug er sie in Stücke, außer einem großen von ihnen, auf das sie sich an ihn wenden mögen. Den großen, den ließ er was? Verschont. Und was machte er? Er nahm die Axt, die er bei sich hatte, und er hängte sie dann um den Hals der großen Götze und wartete, und ging dann und verließ die Halle. Und die Leute kommen jetzt nach dem Festtag in die Halle und sie fragen sich, wer hat das mit unseren Göttern getan?
Wer hat dies mit unseren Göttern getan? Er gehört wahrlich zu den Ungerechten. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Und sie sagen daraufhin, wir hörten einen Jüngling sie in abfälliger Weise erwähnen. Man nennt ihn Ibrahim. Ibrahim alayhi salam war zu diesem Zeitpunkt schon bekannt gewesen, stadtbekannt. Der macht sich lustig über die Götter. Und was haben sie gemacht? Sie haben jetzt Ibrahim gerufen. Und Ibrahim, er kommt jetzt zur Halle und er nutzt jetzt genau diesen Moment, um sein Volk aufzuwecken, um sie aufzurütteln, um ihnen zu zeigen, dass das, was sie getan haben, völlig unsinnig ist und dass es keinen Sinn macht, Götter anzubeten, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und was sagte Ibrahim alayhi salam zu ihnen? Nein, vielmehr hat das dieser Große unter ihnen getan. Fragt mal diesen großen Götzen, ja? Der hat das getan, weil die Axt ist ja um seinen Hals. Fragt sie doch, wenn sie reden können. Und in diesem Moment wussten die Leute nicht, was sie sagen sollen. Sie haben selbst gemerkt, er kann doch gar nicht reden. Das funktioniert doch überhaupt nicht. Die Götzen reden doch nicht. Was verlangst du dann von uns? Und sie brauchten erstmal einige Zeit, bis sie wieder zu sich gekommen sind. Und als sie dann wieder zu sich kamen, hatten sie keine Argumente mehr. Sondern das Einzige, was sie dann zu Ibrahim alayhi salam gesagt haben, ist, nehmt ihn und werft ihn ins Feuer und bestraft ihn dafür, was er getan hat. Subhanallah. Unglaublich. Ja? Er hat sein Ziel erreicht. Er wusste, es bedeutet den Tod. Es bedeutet, dass es vorüber ist. Aber er war bereit gewesen, dies für Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Und er war bereit gewesen, sich für Allah subhanahu wa ta'ala dann auch aufzuopfern. Und sie sagten jetzt, tötet ihn oder verbrennt ihn. Verbrennt ihn und helft euren Göttern, wenn ihr etwas tun wollt. Ibrahim alayhi salam, er wurde jetzt gefangen genommen. Und sie haben ein Feuer vorbereitet für Ibrahim alayhi salam. Es wird gesagt, dass sie 7 Tage lang Brennholz gesammelt haben. Weil sie mussten ja in irgendeiner Weise jetzt ein Exempel statuieren an Ibrahim. Und sie haben 7 Tage lang dann Holz gesammelt, um Ibrahim alayhi salam dann auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Und jetzt gab es jemanden, der extra einen Katapult aufgebaut hat, damit Ibrahim alayhi salam dann, während das Feuer lodert, dann in das Feuer hineingeworfen wird, auf einer Steinschleuder. Allahu alam, wie authentisch es ist, aber dies wird zumindest dann auch so überliefert. In diesem Moment, wo Ibrahim alayhi salam jetzt auf diesem Katapult ist, kommt Jibril alayhi salam zu Ibrahim. Und er fragt Ibrahim, der gefesselt war und jetzt ins Feuer geworfen werden soll. O Ibrahim, benötigst du irgendetwas? Brauchst du etwas? Kann ich dir helfen? Was war die Antwort von Ibrahim alayhi salam? Und das macht jetzt Ibrahim alayhi salam zu diesem besonderen Propheten. Dieses absolute Vertrauen in Allah. Und dass er sich auf niemanden anderen stützte als auf Allah, selbst nicht mal auf einen Engel. Er sagte, ja, ich brauche Hilfe. Aber nicht von dir. Ich brauche Hilfe, aber nicht von dir. Und in diesem Moment rief dann Ibrahim alayhi salam folgende Worte. Weiß jemand, welche Worte er rief? Was waren die Worte von Ibrahim alayhi salam in diesem Moment? Es sind auch dieselben Worte, die Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benutzte. Und der andere, wie es im Koran erwähnt wird. Und zwar die Worte, die ich mir als Muslim merken sollte. In schwierigen Momenten. Hasbunallahu. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Diese Worte rief dann Ibrahim alayhi salam aus. Was bedeutet das denn? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Was bedeuten diese Worte? Das sind sehr wichtige Worte. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet hierüber in Surat al-Ahzab, al-Ladina. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله okay. Diejenigen, gegen die sich die Menschen versammelt haben und die daraufhin sagen, ja, habt, oder, und zu denen dann gesagt wird, die Menschen haben sich gegen euch versammelt, so habt Angst vor den Menschen und sie daraufhin antworten, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Merkt euch dieses wichtige Dua, diese wichtigen Worte. Was heißt das? Weiß jemand, wie man das übersetzen kann? Hasbi Allahu wa ni'mal wakil.
Na. Wie würdet ihr das übersetzen? Ja. Vielleicht meine Abrechnung ist bei Allah und. Abrechnung? Hasb. Hisab ist Abrechnung. Hisab ist Abrechnung. Das heißt aber Hasbi. Mein Ende ist bei Allah. Allah genügt mir. Ja. Allah genügt mir. Wa ni'mal wakil. Was heißt das? Wa ni'mal wakil. Er ist der beste Anwalt. Ja? Gott ist unser Genüge oder mir Genüge, und welch vortrefflicher Beschützer ist er. Hier ist eine Übersetzung. Subhanallah. Immer dann, wenn du in einer schwierigen Situation bist, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, sag diese Worte. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Das sagte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das sagte Ibrahim alaihi salam, als er ins Feuer geworfen wurde. Und er stützte sich ausschließlich auf Allah Ta'ala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Heutzutage können wir das gar nicht oft genug sagen, bei dem Unrecht, was in dieser Welt geschieht, wo man gegenüber unmächtig steht, dann bleiben einem nur noch diese Worte. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Und jetzt wird Ibrahim alayhi salam ins Feuer geworfen. Aber jetzt geschieht ein Wunder. Allah subhanahu wa ta'ala, er verändert die physikalischen Eigenschaften des Feuers. Allah ta'ala, er ist derjenige, der diese physikalischen Eigenschaften festgelegt hat. Das Feuer brennt, das hat Allah festgelegt. Allah hat dieses Universum erschaffen. Dass Eis kalt ist, hat Allah ta'ala festgelegt. Und derjenige, der das erschaffen kann, kann es auch jederzeit ändern. Jederzeit. Und genau dies geschieht jetzt. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي Bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahu Akbar. Und wir sagten, o Feuer, sei Kühlung und Unversehrtheit für Ibrahim. Allahu Akbar. Kühlung und Unversehrtheit. Warum Kühlung und Unversehrtheit? Warum nicht einfach nur Kühlung? Warum Kühlung und Unversehrtheit? Sehr interessant. Wäre es nur Kühlung, dann hätte Ibrahim a.s. gefroren. Aber Allah Ta'ala wollte, dass es die schönsten Tage im Leben von Ibrahim a.s. werden. Und dementsprechend war diese Zeit, die er im Feuer verbrachte, wie als wäre er im Paradies gewesen. Das Feuer war kühl gewesen und gleichzeitig war es angenehm gewesen. Es war die schönste Zeit von Ibrahim a.s. Allah Subhanahu wa Ta'ala errettete Ibrahim a.s. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diese physikalischen Eigenschaften vom Feuer ausgesetzt, ein einziges Mal. Und zwar für Ibrahim alayhi salam. Und das zeigt uns etwas ganz, ganz Wichtiges, meine lieben Geschwister. Und zwar am Ende liegen die Dinge immer in der Hand Allahs. Die Menschen, ja, die Menschen können etwas tun. Die Menschen können Unrecht tun. Aber am Ende ist Allah ta'ala derjenige, der die Dinge bestimmt, nicht die Menschen. Und deshalb, wenn du das Gefühl hast, du stehst vor einer schwierigen Entscheidung, beispielsweise, jemand versucht dich dazu zu drängen, etwas zu tun, was haram ist, und dir sagt dir, du kannst hier beispielsweise nur arbeiten, wenn du auf dein Gebet verzichtest, oder wenn du dein Kopftuch ablegst, oder wenn du mit Alkohol zu tun hast. In diesem Fall sollte ich als Muslim wissen, nicht dieser Mann oder diese Frau, welche mir die Arbeit gegeben hat, ist mein Versorger, sondern wer ist mein Versorger? Allah subhanahu wa ta'ala. Weil die Dinge liegen in der Hand Allahs. Auch wenn das manchmal nicht so sein mag. Genauso wie in der Geschichte von Ibrahim. Ja, sie haben ihn ins Feuer geworfen. Aber am Ende liegen die Dinge in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich sollte mein ganzes Vertrauen immer in wen setzen? Immer in Allah subhanahu wa ta'ala setzen. Und nachdem das jetzt geschehen ist und dieses Wunder geschehen ist und die Leute das gesehen haben, hat sich Ibrahim alayhi salam von seinem Volk abgewandt. Es wird nicht gesagt, dass die Leute wirklich von diesem Wunder profitiert haben. Also in den Ayat, subhanallah, über diese Geschichte, die wir haben, in Surat Al-Anbiya, wo Allah subhanahu wa ta'ala dann ganz, ganz ausführlich darüber spricht, sagt Allah ta'ala nur, وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
Sie wollten gegen ihn mit einer List vorgehen. Da machten wir sie zu den großen Verlierern. Und dann heißt es, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Und wir erretteten ihn und Lot in das Land, das wir für all die Weltenbewohner gesegnet haben. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. Und wir schenkten ihm Ishaq und Jakob zusätzlich. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Und alle machten wir rechtschaffen. Subhanallah, Allah Ta'ala, er sagt nicht, dass das Volk davon profitiert hat. Sie haben ein Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie ein Mann ins Feuer geworfen wurde, vor ihren Augen. Der ist nicht verbrannt. Allah sagt nicht, sie haben geglaubt. Ich sage einfach nur, sie wurden gerettet. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass es eigentlich ein Zeichen nicht fehlt, um die Rechtleitung zu finden. Und dass selbst wenn die Menschen die Engel mit ihren eigenen Augen sehen würden, trotzdem nicht glauben würden. Es liegt nicht daran, dass es zu wenig Zeichen gibt, sondern es liegt daran, dass die Menschen diese Zeichen nicht akzeptieren wollen. Und deswegen, Allah Ta'ala, er spricht darüber im Koran. Über diejenigen, die im Höllenfeuer sein werden. Und die dann sagen werden, ja Allah, wenn du uns noch eine Chance geben würdest, dann würden wir uns ändern. Und dann sagt er, وَلَوْ عَادُوا وَلَوْ رُدُّ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Und würden sie zurückkehren, obwohl sie dieses Wissen haben, würden sie noch einmal dasselbe machen und sie sind nur Lügner. La ilaha illallah. Die Zeichen sind offensichtlich um uns herum. Wir brauchen, was brauchen wir noch für Zeichen? Als dass wir existieren und dieses Universum existiert. Als dass der Koran offenbart wurde. Was brauchen wir noch für Zeichen? Jemand, der sich verändern möchte und jemand, der zu Allah finden möchte, der findet zu Allah. Aber jemand, der es nicht möchte, den kannst du noch so viele Zeichen geben, der wird sie nicht erkennen. Allah subhanahu wa ta'ala hat, wie gesagt, daraufhin Ibrahim alayhi salam gerettet. Und jetzt kommt zum ersten Mal auch der Name Lut ins Spiel. Weil Lut ist sein Neffe gewesen. Und Lut alayhi salam wird im Leben von Ibrahim alayhi salam noch eine wichtige Rolle spielen, auf die wir dann auch insha'Allah ta'ala gesondert eingehen werden. Wie ging es jetzt weiter mit Ibrahim alayhi salam? Und was geschah dann? Das werden wir insha'Allah ta'ala dann in der kommenden Woche bi'iznillahi azza wa jal ausführlich besprechen. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.